Alle Welt spricht zurzeit von Leistungsverdichtung. Wir liegen kurz 11:55 vor den Tarifverhandlungen. Und viele Menschen, viele Mitarbeiter in Gebäudereinigungsunternehmen haben jetzt richtig Ängste, dass bei einer nächsten Lohnerhöhung dann wieder die Reviere vergrößert werden und ihre Zeiten somit auch gekürzt werden. Wir in der Gebäudereinigung haben es satt, immer mehr Quadratmeter zu putzen. Bei jeder Lohnerhöhung, die wir jährlich oder auch mal zweijährlich abschließen, muss mehr gereinigt werden. Zum Beispiel, wenn Kolleginnen eine Tour haben, ein Revier haben, eine Etage im Krankenhaus, eine Station zu reinigen haben oder auch Büroräume, dann heißt es im Nachgang, erst waren drei Damen auf dieser Etage und jetzt ist es nur noch eine. Und die macht vielleicht sogar anderthalb Etagen sauber. Ja, und das ist für uns eine Leistungsverdichtung und da ist eine gute Arbeit nicht mehr zu schaffen.